Halli, Hallöchen, Popöchen und ja, irgendwie müssen wir hier wieder raus. Veronika, was machst du da? Ja, ich weiß nicht. Irgendwo kam die Veronika her. Ich weiß es nicht wo. So, erstmal wieder den Ausgang finden hier. Nur Leichenpflaster in unseren Weg. Das heißt, wir kamen von hier irgendwo. Aber sehr cool, damit haben wir das auch dann erledigt hier. Also beziehungsweise wir waren mal hier drinne. Das ist ja dann auch mal ganz schön. Boah, meine Knarre ist ziemlich... Oh, Veronika erschreckt mich doch nicht so. So, aktiviere Werkbank. Recyceln Elektro... Recyceln kleine Energie. Ja, zu Kfz. So. Leer. Leer. Sehr gut. Tür? Veronika, wo war die Tür? Ach da! Eieieiei. Ih, der bewegt sich noch. Der Großhornbulle. Das habe ich gesehen. So. Das muss jetzt eigentlich der Weg sein, den ich meinte, der da hochführt, ne? Oder? Das müsste jetzt eigentlich der Weg sein. Wir essen mal eben noch was, weil der Weg sieht so echt, ich weiß nicht, irgendwie sehr, ja, zutraulich aus. Das Schlimme an Fallout New Vegas ist, es rappelt und flackert alles. Du weißt nie, ob das ein Feind ist oder ob das einfach wieder ein Grafikfehler ist. Moment. Na los. So. Hä, warum gucke ich jetzt nach oben? Es ist... Naja. Jetzt leckt es hier. Warum habe ich denn jetzt Leckspikes hier? Hier habe ich schwarzer Rauch. Ja, warum nicht? Von mir aus raucht dann eben halt dann dunkel hier. Das ist mir sowas von egal. Okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir jetzt wehgetan habe, dann kriege ich aber das Großhornsteak hat nachgelassen. Ja, das könnte sein. La 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 la. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ohne zu sterben. Das ist das Wichtige ja. Man sollte ja nicht sterben. Ja, hier so. Sieht gut aus. Wir packen mal die Waffe weg, bevor die uns angreifen. Ich hoffe, Sie hatten keine Probleme mit den Großkarren. In letzter Zeit sind Sie unruhiger als sonst. Nö, hatte ich nicht. Was wissen Sie über die Großkarren? Sie sind zäh, unabhängig und völlig skrupellos. Also so Sie bin hocken ich. Im Red Rock Canyon. Und unser Job ist es, sie im Auge zu behalten. Sehr gut. Was tun Sie hier draußen? Hauptsächlich beobachten wir die Großkarne. Die meisten von ihnen sitzen in Red Rock Canyon. Aber vor kurzem ist auch eine große Gruppe verschwunden. Oh. Wir haben das gemeldet. Aber bisher kam nichts über irgendwelche Vorfälle mit den Großkarnen. Was immer sie vorhaben, sie halten sich bedeckt. Also real life. Passen Sie auf da draußen. Jo. Ich muss wahrscheinlich den Funker hier finden noch, ne? Irgendwo ist der Funker hier, den wir auch brauchen. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter. Ja, wunderbar.
kampflos geben wir nicht auf. Wenn Sie wegen des Geldes hier sind, ich habe den Omertas gesagt, dass ich es zurückzahle. Ich brauche nur mehr Zeit. Oh, Geld? Oh, tja. Oh, tja, das kann ich machen. Danke. Was ist zwischen Ihnen und den Omertas vorgefallen? Ich habe den Kassierer im Gomorra überzeugt, mir ein paar Chips vorzuschießen. Ich war sicher, dass ich gleich eine Glückssträhne hätte. Es lief dann nicht so gut. Aber die Omertas waren nett und meinten, dass sie mir etwas Zeit für die Rückzahlung einräumen. Aber sie haben auch gesagt, dass sie gar nicht nett sein würden, wenn sie nochmal über meine Schulden mit mir reden müssen. Aha. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir waren auf Patrouille beim Staudamm, als uns ein Überfallkommando erwischt hat. Wir hatten nicht mal Zeit, per Funk Meldung zu machen. Ich wurde von einer Machete am Kopf getroffen und fiel um. War nicht tot, nur schwer verletzt. Als ich aufwachte, konnte ich vor Angst nur zittern. Der Rest vom Trupp wurde gekreuzigt, abgeschlachtet, verstümmelt. Okay. Mich haben sie übersehen. Die wussten vielleicht, dass ich innerlich gebrochen war. Ich spielte und trank danach ziemlich viel. Bekam Ärger, aber die Ranger gaben mir eine zweite Chance, statt mich rauszuwerfen. So kam ich hierher. Okay, sie waren zu zäh zum Sterben und eines Tages werden sie eine Ansicht der Legion heimsagen. Haben sie die Ranger hätte sie nie aufnehmen dürfen. Vielleicht. Aber danke, dass Sie das so sagen. Ja, Sie ja. Sie haben keine Lüge. Was machen Sie denn? Ich bediene das Funkgerät und melde, wenn ich Großkarne sehe, die den Red Rock Canyon in großer Zahl verlassen. Aha. Auf Wiedersehen. Vorsicht vor Großkarnen. Darauf kann sich die Legion verlassen. Nicht durchs Feuer laufen. Kampflos. Ich schlage vor, dass Sie sich verziehen. Ich hab doch Karma dazugekriegt. Der futtert hier. Oh, bloß nicht klauen. Bloß nicht klauen. Ich dachte, wir hätten jetzt noch irgendwie so eine Aufgabe dazugekriegt. Ein Retter in der Not. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Und wo ist der Canyon? Huch, Daten. Weltkarte. Bunker der Versprengten. Da kam ich ja nicht rein, ne? Schwarzbrennerei. Red Rock Drogenküche. Das klingt doch interessant. Die Drogenküche. Das interessiert mich doch sehr. Wo sind die? Ah, da. In diese Richtung gar nicht weit. Ah, vielleicht doch. Muss ich schon wieder irgendwie versuchen, da hochzukommen? Ah, scheinbar. Ah. Na, ich will irgendwie hochbacken. Irgendwie hochbacken. Wir können ja nicht hochbacken. Ah, nervt immer. Ich will doch irgendwie da hoch. Ich will doch in die Drogenküche. Ist das ärgerlich manchmal. So, der Alten, da können wir nicht helfen. Guck mal, die haben Plumpsklo. Ha. Hinsetzen, Latrine. Jo. Erstmal fällt ein Abseilen. Was? Hey! Was? Ja? Nix. Ja, sehr traurig. Es ging lange das Gerücht um, dass sie bei den Rangern rausfliegt. Vor allem seit das Spielen und die Trinkerei angefangen haben. Okay. Das hier ist ihre letzte Chance. Und bis jetzt macht sie sich nicht sonderlich. Link ist ständig schreckhaft. Das macht die anderen ganz verrückt. Okay.
Passen Sie auf da draußen. Kann ich hier jetzt mit den anderen auch nochmal sprechen? Warte mal. Hallo. Ich schlage vor, dass Sie sich verziehen. Oh. Ich hab... Naja, das haben wir gehört. Hier sind alle Kronkorken, die ich bisher gespart habe. Sehen Sie, das ist schon ein schöner Batzen. Oh, Sie haben Karma verloren. Oh nein, oh nein. Oh. Vorsicht vor Großkarnen. Oh nein, ich habe einen negativen Ruf schon wieder. Oh. Ja? Passen Sie auf da draußen. Ah. Das war jetzt irgendwie nicht so beabsichtigt. Shit, naja. Shit happens. Shit happens. Was ist denn jetzt mit dieser Drogenküche hier? Die liegt, glaube ich, da auf einem anderen Weg, ne? Eine kleine Drogenküche. Muss mal wieder hier auf dem Weg finden. Viel wichtiger. Dass das auch teilweise so spät angezeigt wird, ne? Oh nein, echt jetzt? Ja gut, dann haben wir wenigstens wieder gutes Karma. Das ist aber auch manchmal, ey. Der ist schon tot. Warum auch immer. Ich war's nicht. Ich hab's nicht gekillt. Ich wüsste das. Dann suchen wir die Drogenküche ein anderes Mal. Weil jetzt haben wir gleich 15 Uhr. Steak, Insta-Püree. Leckeres, knuspriges Eichhörnchen am Spieß. Ist da noch unten nochmal eine Höhle? Ich will ja nochmal gucken. Nee, ist keine Höhle. Oder? Nee, sieht nur so komisch aus. Sieht nur so komisch aus. Und dann speichern wir hier gleich mal. Kann ja nicht angehen. So, das Gelaber von denen hören wir uns jetzt nicht nochmal komplett an. Ich hoffe, Sie hatten keine Probleme. Sie. Ja, auf Wiedersehen. Passen. Kampflos gehen wir nicht auf. Darauf kann sich die Liege. Wenn Sie wegen des Geldes hier. Nein, sind wir nicht. Ich hab die. Aber. Wie war. Ich wurde. Der. Ich.
Vielleicht. Ich bediene. Vorsicht vor. Ja. Ja. Okay. Hauptsache, wir haben. Ich wollte auf Wiedersehen sagen, Mann. Passen. Ja, passen Sie auf sich auf. Das tue ich öfter. Patrouille durch die Mojave lässt ein. So. Da ist. Nee, das ist der Bunker der Verstrahlten, ne? Ja gut, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich sag mal ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.